Während der DAX neue Allzeithöchststände markiert, geht der Bitcoin aber regelrecht durch die Decke. Das hat man auch noch einmal am Mittwoch Donnerstag gesehen, als Anleger scharenweise durch die Ausschreitungen in Washington in die Kryptowährung geflüchtet sind. Was treibt den Bitcoin? Ja, die Anleger befinden sich sprichwörtlich im Kryptofieber. Ja, das muss man ganz einfach so sagen. Spätestens seit Beginn des neuen Jahres 2021, ja, hält es eigentlich nur noch die wenigsten hinter der Seitenlinie. Die Anleger, ja, springen jetzt mehr oder weniger auf den fahrenden Zug auf, trauen sich in dieses kalte Kryptobecken zu springen, sage ich mal. Und ja, das forciert dieses Aufwärtsmomentum, was wir jetzt vor allen Dingen in den letzten Wochen immer wieder schön gesehen haben. Und das nährt die Hosse. Ja, die Hosse nährt die Hosse. Bei Inside Markets X erfahrt ihr jetzt alles, was ihr über Bitcoin wissen müsst. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Die US-Bank Citigroup sieht den Bitcoin schon bei 146.000 US-Dollar. Ist sowas realistisch? Über die Jahre hinweg vielleicht, ich spreche hier von 3 bis 5 Jahren, ist durchaus sowas möglich, theoretisch und praktisch, wie gesagt, klaffen aber in der Regel Theorie und Praxis auch eigentlich nochmal auseinander. Wir könnten jetzt sukzessive eben auch die nächste psychologische Hürde von 40.000 Dollar in Angriff nehmen. Übergeordnet rechne ich auch in diesem Jahr durchaus mit einem Preisniveau von 40.000 bis 50.000 Dollar. Ich lasse mich hier natürlich auch gerne eines Besseren belehren, aber hier auch immer wieder der Verweis, ja, die Kurse steigen, das ist auch schön anzusehen, definitiv, aber bitte auch eben an dieser Stelle die Risiken und Nebenwirkungen im Auge behalten. Wir sprechen gleich weiter, ob Anleger jetzt überhaupt noch einsteigen sollten. Nun aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Börsenwissen verbessern, vertiefen wollt, dann schaut doch einmal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Trading House Börsenakademie. Ihr könnt bequem aus dem Büro oder von zu Hause, von der Couch aus teilnehmen. Die nächsten Termine sind am 12. Januar um 20 Uhr Rendite statt Risiko mit André Stagge. 20. Januar das Trendfolgesystem Bluestar richtig anwenden mit Ronny Bürger. Und am 17. Februar Börse für Einsteiger, das Webinar für jeden, der an der Börse agieren möchte. Melde dich am besten jetzt an unter trading-haus.de. Nach den Bitcoin-Rekorden 2017-2018 ist die Kryptowährung ja regelrecht eingebrochen. Droht das nun auch? Der Bitcoin ist natürlich die Investmentantwort auf die Coronavirus-Pandemie schlechthin. Die Anleger sehen sich eben vermehrt nach Anlagealternativen um, versuchen hier auch abzuhedgen, sprich gegen die Risiken, gegen die Dollarrisiken vor allen Dingen, die natürlich hier genährt werden durch die historischen Ausmaße der Notenbank Geldpolitik der EZB und natürlich auch der US-Notenbank Fed. Und das ist die Antwort schlechthin. Ja, Kryptowährungen sind hier vermehrt aufgesucht worden als vermeintlich sicherer Hafen, stabilitätsversprechender Geldanlagehafen. Und wenn eben Corona vielleicht am Ende des Tages ja doch nicht so die Kollateralschaden, die Konjunkturschäden hinterlässt, wie bereits angenommen, könnten Anleger auch relativ schnell wieder flüchten aus diesem Hafen, vermeintlich sicheren Hafen. Und das sollte hier natürlich auch dann Bitcoin und Co. am Ende des Tages auch wieder deutlich unter Druck setzen können. Anleger können übrigens auch einen Zehntel oder einen Hundertstel Bitcoin kaufen. Die große Frage ist nun, lohnt sich ein jetziges Investment überhaupt noch? Mein Appell eben an diejenigen, die vielleicht mit einem Engagement liebäugeln, erstmal ganz wichtig, die Risiken verstehen und auch unter anderem verstehen, was Kryptowährungen überhaupt sind und was sie bringen und was sie auch nicht bringen. Und hier auch das Risiko, wenn man sich dafür entscheidet, auch wirklich gering halten. Hier spreche ich von vielleicht 3 bis 5% des Gesamtdepots und dann auch innerhalb dieser 3 bis 5% nicht nur auf den Bitcoin setzen natürlich, sondern sich vielleicht ja die Top 10, eine der Top 10 Währungen raussuchen, gemessen an der Marktkapitalisierung, das macht dann schon mehr Sinn. Aber auch hier ganz wichtig, immer damit rechnen, dass man am Ende des Tages den Totalverlust tatsächlich erleiden könnte. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen. Zuallererst auf Coca-Cola. Ja, die Aktie hatte 2020 noch einen Rekordstand von genau 60 Dollar erreicht. Doch dann kam Corona und sie stürzte ab auf 36,22 Dollar.
Seit Mitte März herrscht jedoch wieder ein intakter Aufwärtstrend. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Gelingt es in den kommenden Wochen über das Widerstandsband um 55 US-Dollar auszubrechen, darf von einer Rückkehr zurück an die Jahreshochs aus 2020 bei 60 US-Dollar geträumt werden. Für eine verlässliche Bestätigung sollte dann aber noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden. Zoom Video ist zuletzt in einen wichtigen Kursbereich zurückgefallen und versucht sich nun an einem Trendwechsel. Auslöser für die gesteigerte Nachfrage könnten neue Lockdown-Maßnahmen weltweit sein, sprich mehr Homeoffice-Software wird benötigt. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Noch ist es etwas zu früh, um aussagekräftige Signale in der Zoom-Video-Aktie abzuleiten. Rücksetzer zurück auf 326 US-Dollar könnten noch vorkommen. Bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung in diesem Bereich könnten erste Long-Positionen schnell sinnvoll werden. Unter technischen Gesichtspunkten ergibt sich allerdings erst oberhalb eines Kursniveaus von mindestens 400 US-Dollar ein aussagekräftiges Kaufsignal. Erste Zielmarke würde der Bereich um 450 US-Dollar darstellen, darüber das Novemberhoch bei 486,36 Dollar. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.